Herzlich willkommen. Ihr erlebt mit mir zusammen jetzt eine absolute offizielle Weltpremiere. Gutjahrs Schafsorakel. Wer wird Weltmeister? Spanien oder die Niederlande? Laufen die Schafe in die Richtung, dann ist es Spanien. Laufen sie aber in die Richtung, dann gewinnen die Holländer. Seid ihr bereit? Auf die Plätze, fertig, los! Yeah! Und herzlich willkommen zu einem neuen Videoblog hier aus Berlin. Ich stehe hier am Potsdamer Platz, da hinten der Alexanderplatz, Osten, da drüben der Westen mit dem Brandenburger Tor und dem Deutschen Bundestag. Da war ich nun also in Berlin, unserer Hauptstadt. An jeder Straßenecke kann man die Geschichte quasi mit den Händen greifen. Wie gerne wäre ich noch etwas geblieben, doch leider ging mein Flieger gleich. Doch dieses eine geschichtsträchtige Foto, das musste ich unbedingt noch mit nach Hause nehmen. Entschuldigen Sie? Entschuldigung? Würden Sie von mir ein Foto machen mit diesem historischen Objekt? Achso, nee, nein, nicht die Wand. Das historische Objekt. Das da. Und schon wieder unterwegs zum Flughafen. Ich muss noch ein paar Fragen beantworten. Bei Formspring habt ihr mir so viele Fragen gestellt. Martin zum Beispiel. Er würde gerne wissen, mit welcher Kamera ich arbeite. Im Moment ist das gerade eine Canon Legria. Die kostet so um die 800 Euro. Hat gute Bilder, hat ein tolles Display und vor allem der Ton ist auch relativ gut. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich die sehr empfehlen. Ich arbeite aber auch mit allen möglichen anderen Kameras. Ich habe auch eine große Fernsehkamera, Sony Z1. Arbeite aber auch mit so kleinen Dingern wie hier vom iPhone oder eben auch beispielsweise mal eine Flip, je nachdem, was ich gerade zur Hand habe. Das muss dann eben herhalten. Qualität ist natürlich so eine Sache, vor allem der Ton ist immer ziemlich kompliziert. Aber ich empfehle auch so kleine Kameras, die sind manchmal erschreckend gut. Dann hat mir jemand eine Frage gestellt, wollte wissen, mit welcher Schnittsoftware ich arbeite. Also ich arbeite mit iMovie, wenn es schnell gehen muss. Und da sind schon mal die meisten und gängigsten Funktionen dabei. Das Beste ist, iMovie ist kostenlos, kommt mit jedem Mac. Wenn es dann etwas anspruchsvoller werden soll, Effekte und auch irgendwelche Stanzen und Geschichten irgendwie, die man mit iMovie nicht mehr schafft, dann greife ich zu Final Cut Pro. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da sollte man auf alle Fälle jemanden haben, der einem zeigt, wie man damit umgeht. Aber das kann man lernen, also 2-3 Stunden und man hat die wichtigsten Befehle drauf. Ja, warum gibt es denn meine Videos nicht als Podcast? Ich habe es mir schon mal überlegt, ob ich das als Podcast anbieten soll. Das Problem bei mir ist immer, ich bin so wahnsinnig faul und ich schaffe es nicht, jede Woche einen Podcast oder ein Video fertigzustellen. Und Podcast ist für mich etwas Regelmäßiges. Also das sollte man wirklich mindestens einmal die Woche schaffen, eine neue Folge reinzustellen. Und das kann ich im Moment nicht versprechen. Sollte ich es mal packen, dass ich wirklich jede Woche zuverlässig ein Video drehen kann, dann werde ich das auch bei iTunes als Podcast anbieten. Da sind wir leider noch nicht und insofern müsst ihr euch immer gedulden und ab und zu mal bei YouTube vorbeischauen. Ja, das wäre doch nie nötig gewesen. So wird man bei uns in Bayern empfangen, wenn man aus Berlin angereist kommt. Das ist noch wahre Gastfreundschaft. Das war's von heute. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann unbedingt den Blog abonnieren. Hinterlasst mir ein paar Kommentare unten im Kommentarfeld. Ja, und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier aus dem schönen Bayern. Peace out.